Spiegelcheck. Yo. Ja, Freunde der guten Laune, besser Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu meiner nächsten Reihe der, na, wie soll ich es nennen, wir werden Strecken befahren, wo die Formel 1 normalerweise nicht verkehrt. Keine so fiktiven Strecken zum einen, auch keine Strecken wie die Nordschleife, also wo die Formel 1 niemals fahren könnte. Vielleicht hier und da ein paar spaßige Strecken, aber Strecken, wo man sich sagen kann, warum fährt eigentlich die Formel 1 nicht? Denn immer heißt es so ganz schön, ja, die Formel 1 ist der Rennkalender, das ist der anspruchsvollste überhaupt. Es stimmt eigentlich, es gibt so viele atemberaubend schöne Strecken und heute sind wir auf der Kiami-Strecke hier in Südafrika und einige unter euch, genauso wie ich, werden sie mitunter durch Assetto Corsa Competition erst kennengelernt haben. Die Formel 1 war vor gut 50 Jahren das letzte Mal hier gewesen, seitdem hat sich natürlich hier einiges geändert und wir werden heute das erste Mal mit dem Formel 1, also jetzt ich persönlich mit dem Formel 1 hier langfahren und ich denke mal, die Strecke, die passt bei der auf die... Die passt zur Formel 1 wie die Faust aufs Auge, möchte ich ganz gerne meinen. Sie ist, wie gesagt, auch ziemlich anspruchsvoll, manche Passagen. In der nächsten Runde werden wir uns die mal ein bisschen genauer angucken. Wir werden jetzt in diesem Video Folgendes rannehmen. Wir werden natürlich jetzt ganz kurz mit der KTM uns hier ein bisschen einschießen. Und dann werden wir mit dem Formel 1 Wagen loslegen. Dann werde ich die beste Runde mit euch reinnehmen. Da gucken wir uns nochmal mit ein paar specialigen Szenen das Ganze ein wenig an, weil manchmal macht es auch richtig was her, wenn wir uns zum Beispiel so eine TV-Kamera-Perspektive von außen irgendwie schnappen, wie atemberaubend schnell eigentlich die Formel 1 auf manchen Strecken erstmal wirkt. Und dann am Ende des Tages machen wir ein bisschen Splitscreen, denn ich wollte ganz gerne mal gucken, ob ich denn hier den Rundenrekord irgendwo finde. Finde ich leider nicht ganz. Das hat ein McLaren aufgestellt, also einen richtig inoffiziellen oder einen offiziellen. Den habe ich jetzt aber leider nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist von Assetto Corsa Competition, ein junger Herr, der hat den Streckenrekord hier gefahren mit 1,38,5 in einem Chevrolet GT3. Und das Video werde ich mit reinnehmen. Das Ganze ist aber auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch gerne da vorbeischauen. Und da die wenigen, die natürlich jetzt hier mein Video sehen, geht gerne mal da vorbei. Lasst gerne auch mal einen Daumen nach oben da. Eine atemberaubende Runde ist er gefahren. Ja, und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht für all diejenigen, ihr könnt gerne eure Wünsche für die nächsten Strecken eintragen. Geplant ist auf alle Fälle Macau. Da bin ich schon sehr gespannt. Sebring ist auf alle Fälle ein Riesenthema. Noch manche andere amerikanische Strecken. Also da kommen noch einige Strecken. Ich freue mich richtig. Aber erstmal ganz kurz zu der Strecke. Wir waren gerade in der ersten Kurve gewesen. Diese eng anliegende Linkskurve. Dann ging es jetzt hier gleich rechts, links. Und jetzt kommen wir auf so eine kleine Gegengerade, wo die Formel 1 vielleicht, sage ich mal, mit DRS hier auch fahren könnte. Aber es geht ganz schnell hier angebremst in eine langgezogene Rechtskurve. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, hat gar nicht mehr auf. Aber ab diesem Punkt hier merkt man ganz schnell, ach Gott, hört auf. Kurzer Zwischensport und dann rein hier in die Linkskurve, wo ich es schön korrigieren musste. Und jetzt wird es ein bisschen sehr tricky, weil jetzt kommt in so eine schnelle Linkskurve, die man gar nicht so einblicken kann. Also man sieht gar nicht erst sehr spät hier diesen Scheitelpunkt in die Rechtskurve. Sehr lang gezogen. Dann der Zwischensport mal wieder. Und jetzt wird es schwierig, denn jetzt kommt ein Punkt. Ich bremse einfach hier schon mal ab, damit ich die Kurve überhaupt bekomme. Hier die Linkskurve. Man sieht die erst richtig spät. Da muss ich mir erstmal nochmal einen Fixpunkt aussuchen im Formel 1 Wagen, weil die werde ich wahrscheinlich blind anfahren müssen. Und dann geht es rein hier zum letzten Sektor. Gerade mit einer Linkskurve, die man voll nehmen kann. Mit der KTM auch. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir müssen früh hier anbremsen. Denn es geht jetzt hier rein in die Linkskurve. Wird ziemlich eng. Auf. Also sie macht zwar auf, aber wird trotzdem eng. Und jetzt kommen jetzt die letzten drei Kurven. Einmal hier die Rechtskurve. Geht relativ schnell, da muss man ein bisschen Mut beweisen. Und dann rein in die Linkskurve. Hat ein bisschen was von Laguna Seca, die letzte Kurve. Und dann rausbeschleunigen auf die Stadt und Zielgerade, die sehr lang ist. Wo man natürlich, wenn die Formel 1 hier wieder fahren würde, natürlich schön DRS zuschalten kann. Und dann geht es hier runter. Schöner Zwischensport. Rein gleich in die erste Kurve. Bremspunkt hier finden. Und dann hier rein in die erste Kurve, die jetzt nicht erwischt habe. Ja, und das war quasi eine schnelle Runde mal mit der KTM hier gewesen. Wir springen mal in den Formel 1 Wagen. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Legen wir los. So, da sind wir auch schon. Wir werden erst einmal ein paar gemütliche Runden gemeinsam fahren, weil in der ersten Runde werde ich wahrscheinlich voll ablosen. Das heißt, hier erst einmal wirklich mit dem Medium-Reifen. Wir haben auch noch Soft-Reifen. Wir können auch manche andere Sachen einstellen. Das klappt alles wunderbar. Und dann werden wir, wie gesagt, ein paar gemütliche Runden erstmal fahren. Erstmal einfahren. Da macht es keinen Sinn, den Wagen
auf dem Optimum einzustellen, weil wir müssen sowieso nochmal in die Box kommen. Also ich freue mich schon tierisch darauf. Pressballons haben wir jetzt vergessen leider einzustellen, aber das kriegen wir schon nachher hin. Das machen wir nachher ganz entspannt. Oh, das wird richtig geil, ey. Ah, siehst du schon mal die erste Kurve? Ja, das muss alles ein bisschen flüssiger kommen. Das kommt doch alles. Aber das ist natürlich schon eine Geschwindigkeit. Also 1,30 habe ich ungefähr angepeilt. Muss mal gucken. Boah. Kannst du aber schnell nehmen, die Kurven. Auch hier, alter Falter. So, hier wird es natürlich sehr interessant. Ja, da wird es wirklich schwer. Da muss ich mir irgendwo einen Fixpunkt raussuchen. Aber das ist unglaublich schnell. Natürlich, die Kurve wird auch kein Problem sein. Es ist, wie gesagt, jetzt auch alles ganz gemütlich. Och hier, alter Falter, kann ich den fast voll nehmen, oder was? So, schon mal eine 1,44, obwohl wir aus der Box gekommen sind. Also der kleine Zwischensport, gerade am Anfang, wird ein bisschen schwierig. Ey, das wird lustig. Das wird richtig, oh, richtig brutal. Jetzt sind wir sehr weit rausgekommen. Also manche Kurven sind echt heavy. Also bei manchen musst du wirklich einfach nur mal lupfen. Nicht kurz auf die Bremse drücken. Boah. Aber ich find's immer so geil. Also ich brauche wirklich immer einige Runden, manchmal so 20, 30 Runden, bis ich irgendwie eingefahren habe. Aber ich finde es immer schön, die ersten Runden, die man hier so fährt, sind natürlich jetzt nicht so bombastisch gut. Und wenn man die erste Runde oder die eigentliche schnellste Runde dann hier reingenommen hat, dann ist das ein riesen Unterschied. Aber ja, schon jetzt unter 1,30. Also ich denke mal, wenn wir gut drauf sind, die 1,20 dürfte fallen. Ja, hier war sehr weit raus. Haben wir schon ein bisschen flüssiger, besser gewesen. So, jetzt ist es lustig. Ich versuche jetzt mal nur zu lupfen. Oh, würde sogar gehen. Ich muss nur ein bisschen länger lupfen. Deswegen ist es geil. Erstmal ja so ein bisschen herantesten. Deshalb fährt man meistens so zwei, drei Runden, um eine gute, sagen wir mal, eine solide Zeit hinzubekommen. Und dann probiert man wirklich das Maximum zu erreichen. Also so ein bisschen oberhalb der Kuppe kann ich versuchen anzubremsen. Das kriegt man so ein bisschen mit. Da kommt so eine kleine Kuppe. Da kann man versuchen anzubremsen. Man muss aber auch mal sagen, die müsste wirklich mal langsam wieder in den Streckenkalender rein, weil irgendwie die Formel 1 soll ja die gesamte Welt so ein bisschen bedienen. Und Afrika fehlt da halt einfach. So, ich habe jetzt Soft... Na gut. Es sind gerade Medium zu sehen, aber es sind eigentlich Softreifen. Also gibt es jetzt zu dem Fahrzeug, gibt es leider keine aussehenden Softreifen. Wir haben wesentlich weniger Benzin. Ihr seht, wir haben gerade mal für 6 Liter Benzin drin. Das reicht gerade mal für 2-3 Runden. Hier beim Zeitfahren ist es unendlich. Die Reifen nutzen sich trotzdem ab. Da müssen wir ein bisschen gucken. Batterie ist erstmal auf Balance. Denn ich kann wenigstens ein paar Runden hintereinander fahren. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir unterwegs sind. Bremsbalance habe ich ein bisschen nach vorne gestellt, damit die Reifen, beziehungsweise nach hinten gestellt, damit die Reifen vorne nicht so schnell blockieren. Passiert mal ganz gerne. Und dann sind wir mal gespannt. Also, die 1,20 wird hier knacken. Das steht schon mal fest, weil meine beste Runde ist schon eine 1,23,1. Und von der sauberen Runde, die, glaube ich, zählt eine 1,22. Also von daher, da ist noch richtig viel drin. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach der schnellsten Runde. Ich hoffe, die wird gleich kommen und wir sind nicht so lange unterwegs. Aber ich bin guter Hoffnung, weil aktuell fährt es hier wirklich richtig gut. Also, Freunde, bis gleich.
Ja, Freunde, 118-411 war jetzt nicht die aller beste Runde gewesen, muss man dazu sagen. Also, sie war richtig gut gewesen, aber es war schon hart an der Grenze gewesen. Aber es macht wieder einmal mega viel Spaß, mit einem Formel-1-Wagen auf solch einer Strecke unterwegs zu sein. Und für mich ist es wirklich eine Strecke, da sollte sich die Formel 1 echt überlegen, hier wieder unterwegs sein, weil diese Strecke ist unglaublich geil, unglaublich schnell. Und ich denke mal, sie bietet alle Standards, die die Formel 1 wirklich benötigt, ob Sicherheit, aber auch wirklich das gewisse Etwas, um halt wirklich ein packendes Rennen und spannende Qualifying zu schaffen. Wir werden einfach jetzt mal nochmal ein paar schöne Aufnahmen sehen, in Slow-Motion-artiger Manier. Und am Ende des Tages werden wir nochmal ein Splitscreen rauspacken. Da werden wir uns mal angucken. GT3 versus Formel 1 Wagen. Also auf alle Fälle haben wir unsere Zeit ordentlich unterboten. Ich habe jetzt niemals gedacht, dass wir unter 1,20 kommen. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Das war's gewesen. Ich fahre in die Box. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Thank you.